Freunde, die Grafik von Videospielen ist natürlich nicht das Einzige, was man beurteilen sollte, ob ein Spiel besonders gut oder besonders schlecht ist. Es ist ein Teil davon. Aber mittlerweile gibt es so viele Spiele mit so einer heftigen Grafik, wo man sich immer wieder dabei erwischt, stehen zu bleiben im Spiel und zu sagen, boah, heftig, wie gut sieht das bitte aus? Und genau um diesen Wow-Effekt und diese krasse Grafik soll es in diesem Video gehen, nämlich um 10 Singleplayer-Spiele, die euch diesen Wow-Effekt definitiv bieten. Und wenn jetzt dein Lieblingsspiel nicht in dieser Liste auftaucht, dann schreib mir das einmal super gerne in die Kommentare, damit ich darüber ein extra Video machen kann. Hi, mein Name ist Patrick, aka Doc Simpson. Herzlich willkommen auf dem Kanal Gamer Comedy, wo sich alles rund um Videospiele dreht. Und wenn auch du addicted to Videogames bist, ja, dann bist du hier genau richtig. Spiel Nummer 1 ist A Plague Tale Requiem. Und dieses Spiel erzählt nicht nur eine düstere und spannende Geschichte im Mittelalter Frankreichs, sondern begleitet das Ganze auch mit einer atemberaubenden Grafik. Ich bin sogar der Meinung, dass dieses Spiel mit dieser Story nur deswegen so unfassbar gut funktioniert, weil es so eine detaillierte Umgebung hat und so eine Hammer-Grafik. Die Stadt zum Beispiel relativ zu Beginn des Spiels ist mit so viel Liebe zum Detail gestaltet. Hinzu kommen zerstörte Dörfer, aber auch wunderschöne Landschaften auf der anderen Seite und dann eben die unzählbaren Rattenhorden, die einfach stellenweise alles platt machen und in Schutt und Asche verwandeln und eine extrem düstere Atmosphäre herstellen können. Das Spiel arbeitet aber auch mit richtig tollen Lichteffekten, die gerade in den dunklen Höhlen für eine besonders beklemmende Atmosphäre sorgen und einem selbst immer das Gefühl geben, man muss hier unbedingt ganz, ganz schnell raus aus dieser Höhle mit diesen Hunderttausenden von Ratten, die einen einfach nur auffressen wollen. Die Charakteranimationen von Amicia und Co. sind by the way auch nicht von schlechten Eltern und können sich mehr als sehen lassen. In Summe muss ich sagen, habe ich bei diesem Spiel mehrfach einfach nur innegehalten, mir die Landschaft, aber auch die einzelnen Charaktere wirklich genau angeschaut und das Ganze einfach nur genossen. Und da wir gerade von tollen Charakteranimationen gesprochen haben, das Remake von The Last of Us Part 1 kann das auch besonders gut und ist deswegen das nächste Spiel auf der Liste. Dank der überragenden Gesichtsanimationen schafft es das Remake, Spieler noch mehr in den Bann zu ziehen, als es das Original eh schon getan hat. Durch kleinste Muskelzuckungen in den Gesichtern kann jede Emotion der Charaktere transportiert werden und wir fühlen automatisch mit Joel und Ellie mit. Natürlich hat das Spiel auch abseits der Charaktere eine überragende Grafik und besticht durch eine wunderschön gestaltete Welt, riesige Wälder, verlassene Städte. Jede Szene, in der man sich befindet, ist einfach atemberaubend und lädt einen einfach nur dazu ein, die Grafik zu genießen, den Fotomodus auszupacken an der PlayStation und einen Screenshot nach dem anderen zu schießen. Passt nur auf, dass ihr die Grafik nicht zu lange genießt, denn sonst habt ihr am Ende vielleicht noch irgendeinen Infizierten an der Backe, der euch umbringt und ihr müsst von vorne anfangen, gut, dann könnt ihr immerhin die Grafik auch von vorne genießen, hat also auch was für sich. Spiel Nummer 3 ist Horizon Forbidden West. Und das ist eins der Spiele, was mich persönlich von der Story gar nicht mal so sehr abgeholt hat. Der Grund, warum ich trotzdem viele Stunden in diesem Spiel verbracht habe, war tatsächlich die Grafik, die wirklich bombastisch ist. Forbidden West schafft es, nennen wir es mal ein mittelalterliches, apokalyptisches Setting mit Sci-Fi zu verbinden und das grafisch auch noch richtig geil rüberzubringen. Die unterschiedlichen Biome der Welt sind alle für sich schon mal der absolute Burner und extrem detailliert gestaltet und mit sehr viel Liebe zum Detail. Hinzu kommt ein dynamisches Wettersystem, was meines Erachtens nochmal einen zusätzlichen Realismus in das Game und in die Grafik bringt. Auch das Design der Maschinen ist wirklich gigantisch. Von der kleinsten bis zur größten Maschine findet ihr überall kleine Details, die einfach liebevoll gestaltet sind. Natürlich immer unter der Prämisse, dass euch die Maschine gerade nicht versucht umzubringen. Und wenn ihr auf einen Langhals klettert, und ich glaube, jeder, der das getan hat, hat danach die Aussicht bewundert. Ich glaube, niemand konnte dann einfach direkt weiterspielen. Wir haben alle für eine halbe Minute oder sogar länger einmal innegehalten und uns einfach nur die Welt um Aloy herum angeschaut. Gut, ich habe die Daten. So, der Sitz der Wächter. Spiel Nummer 4 ist Final Fantasy 16 und gerade die PC-Version sieht wirklich unfassbar gut aus. Eine Welt mit riesigen Bergen, gigantischen Burgen und uralten Wäldern erstreckt sich vor euch und lädt euch zu Abenteuern ein. Es gibt allerdings auch ein kleines Manko, was die Grafik angeht und das muss an der Stelle erwähnt werden. Die PC-Version ist ursprünglich nur mit 30 FPS ausgestattet. Mich persönlich stört das tatsächlich eher weniger. Es gibt allerdings mittlerweile kleine Mods, mit denen man zumindest einige Zwischensequenzen auf 60 FPS kriegt.
Aber zurück zur Grafik. Vor allem die Beschwörungen der Esper in Final Fantasy 16 sehen wieder unfassbar gut aus und sind aus meiner Sicht ein absolutes grafisches Highlight. Aber auch die Animationen innerhalb der Kämpfe oder die Spezialeffekte, wenn Magie gewirkt wird, suchen hier seinesgleichens und man bekommt einmal mehr ein wunderbar aussehendes Final Fantasy in einer extrem hübschen Welt. Und nicht nur Final Fantasy kann große Burgen wirklich gut darstellen, sondern auch das nächste Spiel auf der Liste, nämlich das Remake von Demon's Souls. Ein Spiel, das ich aktuell zocke und holy shit, sieht das heftig aus, wenn man zum ersten Mal vor dieser riesigen Burg am Anfang der Brücke steht. Oder dann innerhalb der Burg auf der Brücke und man sieht, wie weit sich diese Burg noch erstreckt. Aber auch das Monster-Design und das Boss-Design ist wirklich top umgesetzt und macht dem originalen Demon's Souls alle Ehre. Die Lichteffekte, seien es mit Fackeln in Höhlen oder auch das Glänzen der eigenen Rüstung, sind ebenfalls ein absoluter Hingucker. Ich habe mich beim Zocken nun schon mehrfach dabei erwischt, wie ich einfach nur die Welt betrachtet habe und Screenshot nach Screenshot nach Screenshot gemacht habe, und das ist in der Regel eigentlich immer ein gutes Zeichen, dass einem das Spiel, aber auch die Grafik wirklich in seinen Bann gezogen hat. Spiel Nummer 6 ist Cyberpunk 2077 und natürlich rede ich nicht von der Release-Version, sondern von der Version, die CD Projekt Red in den letzten Jahren gepatcht hat und mittlerweile wirklich ein absoluter Hingucker ist. Und was soll man über Cyberpunk eben noch groß sagen? Die Grafik ist herausragend und spricht für sich. Durch Night City zu laufen oder zu fahren ist einfach atemberaubend. Die Lichteffekte, die Neonlichter, riesige Wolkenkratzer und Menschenmassen, denen ihr begegnet, die Stadt lebt einfach und ist unfassbar detailliert gestaltet, dass es sich lohnt, jede einzelne Ecke anzuschauen. Gerade das Raytracing sorgt für realistische Lichteffekte und unterstützt im Gesamten das dystopische Setting und lässt euch wirklich in eine glaubhafte Welt eintauchen, aus der man dann meistens nach sehr, sehr vielen Stunden eigentlich auch erst wieder aufwacht, nämlich wenn der Körper sagt, hallo, iss und trink mal bitte was, und schlafen wäre eigentlich auch ganz schön. Useless piece of shit! Give it up. Oh. Das nächste Spiel ist Ghost of Tsushima und ich glaube, man darf das guten Gewissens eine Liebeserklärung, eine visuelle Liebeserklärung an das feudale Japan nennen. Die Farben im Spiel sehen so unfassbar gut aus und werden vor allem auch richtig gut eingesetzt. Egal ob in der Open World oder in Cutscenes. Rote Ahornbäume, rosane Kirschblüten, rot-orangene Sonnenuntergänge oder satte grüne Wälder. Ich persönlich kann mich da tatsächlich kaum satt sehen. Erst recht nicht, wenn es so gut dargestellt ist wie in Ghost of Tsushima. Vor allem auf der PC-Version wurden die Schatteneffekte und auch die Weitsicht nochmal extrem aufpoliert und sehen dadurch nochmal besser aus als auf der eh schon wirklich hübschen PS5-Version. Ghost of Tsushima ist eins dieser Spiele, wo man sich auch dabei erwischt, dass man gefühlt mehr im Fotomodus versumpft als dann im eigentlichen Spiel, und das soll bitte nicht falsch verstehen, das Spiel, die Story und alles drumherum überhaupt nicht schmälern, es soll eigentlich nur hervorheben, wie wirklich wunderschön dieses Spiel grafisch aussieht, egal ob auf der PS5 oder auf der nochmal etwas aufpolierten PC-Version. Bei Spiel Nummer 8 wird es wie am Anfang wieder düster, die Rede ist von Hellblade 2 Senua's Saga. Und bei Hellblade 2 gehen die Meinungen weit auseinander, ob das Spiel nun ein Hit ist oder ein absoluter Flop ist. Bei einer Sache waren sich aber alle einig, es ist eines der schönsten Spiele aller Zeiten. Die optische Inszenierung der Insel, aber auch der düsteren und dunklen Areale ist unfassbar gut gemacht und man sieht, dass hier enorm viel Aufwand drin steckt. Dank der Licht- und Schatteneffekte bekommt das Spiel oft diese sehr bedrückende und düstere Atmosphäre und das geniale Soundsetting rundet das Ganze dann nahezu perfekt ab. Auch die Gesichtsanimationen von Senua und Co. können sich wirklich sehen lassen und überzeugen in jeder einzelnen Cutscene. Auch wenn Hellblade 2 storytechnisch nicht das Maß aller Dinge geworden ist, lohnt es sich alleine wegen der Grafik, dieser unfassbar guten Atmosphäre und dem genialen Soundsetting einmal in dieses Spiel reinzuschauen. God, don't fight me! I'm going to stop you!
Das vorletzte Spiel auf dieser Liste ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele, The Witcher 3, aber auch das DLC Blood and Wine muss an dieser Stelle mitgenannt werden. Denn sowohl das Hauptspiel als auch das DLC sehen unfassbar gut aus. Und gerade in Blood and Wine hat man aus meiner Sicht mit der Landschaft und mit dieser perfekten Farbabstimmung nochmal einen oben drauf gesetzt. The Witcher 3 besticht mit einer lebendigen und unfassbar detaillierten Welt, egal ob die großen Städte, die Insel Skellige oder einfach nur Wälder und Landschaften. Die Charakteranimationen von Geralt, Yennefer und Co. haben mich zu Release schon immer wieder in Staunen versetzt und können sich auch heute noch absolut sehen lassen. Durch das Next-Gen-Update im Jahr 2022 wurde das Spiel nochmal leicht aufpoliert und kann sich dadurch auch heute noch mit absoluten Top-Titeln in der Grafik messen. Für mich ist The Witcher 3 eine der schönsten Videospielwelten, die je erschaffen wurden, und wenn man diese Welt noch nicht selbst bereist und erlebt hat, kann ich an dieser Stelle nur eine absolute Empfehlung aussprechen, nach diesem Video The Witcher 3 zu installieren und in diese wunderschöne Welt einzutauchen. Und bevor wir zum letzten Spiel der Liste kommen, noch ein Bonusspiel für euch, was ich unbedingt in diese Liste mit reinpacken wollte. Die Rede ist von Elden Ring. Und Elden Ring hat so eine unfassbar schöne Welt, mit so viel Liebe zum Detail, aber auch mit so viel Vielfalt innerhalb der Welt, dass ich mich wirklich oft dabei erwischt habe, wie ich einfach stehen geblieben bin und diese Welt in mich aufgenommen habe. Einziges Problem dabei ist, dass man relativ schnell von irgendeinem Gegner aufs Maul bekommt und stirbt, aber da sind wir auch gleich beim richtigen Stichwort. Auch das Gegnerdesign und das Bossdesign natürlich nicht zu vergessen, ist wirklich allererste Sahne und macht optisch wirklich, wirklich was her. Im Übrigen streame ich Elden Ring immer mittwochs um 19 Uhr hier auf diesem Kanal auf YouTube und auch parallel auf Twitch. Da gebt ihr einfach nur Doc Simpson ein, wenn ihr lieber auf Twitch guckt. Und solltest du Lust haben, mir dabei zuzuschauen, wie ich in die Ferne schweife und dabei von Gegnern getötet werde, dann sei herzlich willkommen und vielleicht lesen wir uns demnächst im Livestream. Und das bringt mich jetzt nahtlos zum letzten Spiel dieser Liste. Und dieses Spiel darf natürlich nicht fehlen. Und der ein oder andere, dem juckt es wahrscheinlich schon in die Fingern zu kommentieren: Wo ist Red Dead Redemption 2? Hier ist Red Dead Redemption 2. Das muss natürlich in so einer Auflistung, muss dieses Meisterwerk einfach stattfinden. Das ist ganz klar. Das Spiel aus dem Jahr 2080 stellt grafisch heute noch viele Spiele in den Schatten. Ganz aktuell sehe ich beispielsweise viele Videos, wo Star Wars Outlaws, was erst vor kurzem released wurde, mit Red Dead Redemption 2 verglichen wird. Und in eigentlich jedem Video sieht man, dass Red Dead diesen Vergleich auch gewinnt. Das heißt, Rockstars hat hier etwas geschaffen, was bis heute ein Maßstab für Grafik ist. Die Landschaften sind unglaublich liebevoll gestaltet, aber auch, dass jede Aktion eine grafische Reaktion hinterlässt. Damit meine ich, wenn ihr durch den Schnee stapft, hinterlasst ihr Fußspuren. Wenn ihr mit eurem Pferd dort durchreitet, hinterlässt das andere Fußspuren. Wenn ihr im Schnee eine Rolle macht, seht ihr diesen Abdruck der Rolle. Oder wenn ihr in den Schlamm fallt, ist eure Kleidung danach schmutzig. Man sieht also, dass Rockstars hier eigentlich alles bedacht hat, was grafisch irgendetwas ausmachen kann. Und gerade das macht dieses Spiel grafisch so unfassbar wertvoll. Auch die Darstellung von Charakteren und Tieren, von Haaren, Fell, ist wirklich für ein Spiel aus dem Jahr 2018 unfassbar gut und sucht eigentlich bis heute sehr, sehr oft seinesgleichen. Alles in allem würde ich sagen, ist Red Dead Redemption 2 der grafische Allround-Sieger, der alles richtig macht und einfach ganz, ganz viele Details hat, an die andere Spieleentwickler irgendwo gar nicht denken. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern soll einfach nur einmal mehr zeigen, wie krass viel Liebe und Details in Red Dead Redemption 2 drinstecken. Da sich das Video nun langsam zum Ende neigt und ich merke schon, wie du dir überlegst, was gucke ich denn als nächstes, hier eine kleine Empfehlung für dich. Wenn du wissen möchtest, welche 10 Videospiele ihrer Zeit voraus waren und Meilensteine in der Gaming-Geschichte gesetzt haben, dann klick einmal auf dieses Video und schau dir das super gerne an. Vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Video. Ciao.